Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ja, und aus dem Börsenradiostudio grüßt Sie Peter Heinrich. Wir haben eine Hörerfrage. Hallo Herr Thieme. Sagen Sie doch gerne mal was zu den Energieversorgern, insbesondere RWE und E.ON. Beide habe ich im Portfolio, beide sind zuletzt stark gelaufen. Insbesondere RWE ist kontinuierlich stark, seit ich sie im Depot habe. Kauf September 2015 für glatte 10 Euro. Beide vermelden in diesen Tagen Rekordgewinne aufgrund der hohen Strompreise. Ich habe aber irgendwie im Gefühl, viel besser kann es die nächste Zeit nicht mehr werden. Wie Sie sehen, bin ich eher langfristiger Investor und meine mit in nächster Zeit eher Jahre als Wochen. Aber die Sache ist, die R2-Werte, ich kann ihm nur dazu gratulieren, besonders RWE, das war ein Volltreffer. Wenn sie bei gekauft hat 2015, da war sie bei 10, das war ungefähr der Tiefstand, kann man nur sagen, das ist ein absoluter Volltreffer. Jetzt sie bei 41 zu sehen, heißt das 300% gewonnen. Das heißt im Klartext, er hat eine Jahresperformance von 20 oder knapp 21%. Damit liegt er auf dem Niveau von Warren Buffett zu seinen besten Zeiten. Er kann sich der kleine Warren Buffett dabei nennen. Kleine sage ich bewusst, weil er wahrscheinlich nicht doppelstellige Milliardenbeträge verwaltet. Aber das ist schon ein Volltreffer. Neidlos muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Jetzt die Frage, was macht man damit? Sich zu loben lohnt sich nicht. Man muss immer wieder sagen, was mache ich damit? War richtig, sie zu halten, weil man noch eine Steuerkonsequenz hat. Müsste ja versteuern, nicht wahr? Dann gehen das mal mindestens ein Viertel oder so ein bisschen mehr noch weg. Und dann sagen, muss ich das machen? Kann ich es noch weiterhalten? RWE ist noch nicht total ausgereizt, aber es könnten Volatilitäten entsteigen. Was ist denn RWE? RWE beschäftigt sich mit allen Teilen der Energieseite, mit den fossilen bis hin zum Gas und so weiter, Wind und was man alles hat, nicht wahr? Und dann auch der erneuerbaren Energie. Das ist also die Zukunft und die Vergangenheit unter einem Hut gebracht, mal pauschal gesagt. Würde ich sie jetzt bei 40 kaufen? Nein, wäre mir ein bisschen hoch, nicht wahr? Wenn man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaut, muss man auch fragen, ist das eigentlich noch gerechtfertigt, was man hier bei RWE sieht? Dann schauen diese Fragen natürlich gerecht auf, denn die RWE hat jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, nicht wahr, hier von 18. Das ist nicht billigst, aber es ist auch nicht zu teuer, muss man gleichzeitig sagen. Wir haben eine Dividende, die liegt bei ungefähr 2%, gut 2%, nicht wahr? Also das ist nicht viel, aber sollte man auch nicht unbedingt negieren. Marktkapitalisierung liegt bei knapp 29 Milliarden. Damit ist es eines der größeren Werte im DAX. Natürlich nicht so groß wie SAP, die über 100 Milliarden liegt, aber reicht schon aus. Ist ein Wert, den man also ernst nehmen kann. Ich würde sie halten, aber einen Stopp ansetzen. Und zwar der Stopp würde hier ansetzen, wenn man jetzt mal realistisch ist bei der RWE. Und jetzt gucke ich mir mal die das Niveau an hier, wenn man sich mal jetzt das Chartbild anguckt, der letzten 3 Jahre, muss ich angucken, da ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend festzustellen. Wir waren bei 20 Euro gewesen, 2020, nicht wahr, Corona-bedingt im März. Seitdem haben wir uns verdoppelt, also auch eine sehr schöne Chart, die auch einen Anstieg von weit über 20% pro Jahr bedeutet. Das Risiko hier ist bei der RWE, wenn man sich's anguckt, vielleicht 10%. Jetzt ist die Frage, kann sie mehr einbrechen? Um den Gewinn nicht zu riskieren, würde ich sagen, einen Stopp ansetzen, hier mal aus Vorsicht bei 36 oder 36 bis 37 maximal und dabei die Hälfte der Position zur Verfügung stellen. Also noch nicht verkaufen, einen Stopp ansetzen. Soll man die ganze Position dann rausnehmen, würde ich noch ein bisschen abwarten, denn die Aktie könnte jetzt, wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut, eine Volatilität haben, die irgendwo zwischen den unter der 35-Euro-Marke liegen kann, muss nicht sein, könnte sein. Oder 35 ist schon so ein Faktor, der sollte eigentlich halten. Und sie kann nach oben durchaus die 50-Euro-Marke noch sehen. Aber das ist nicht garantiert. Deswegen bitte Stopp ansetzen mit der Hälfte der Position bei 36, um sicher zu gehen. Und dann bei 36 nochmal eine Anfrage stellen. Herr Thieme, Sie haben gesagt, ich habe einen Stopp gemacht, habe die Hälfte verkauft. Was soll ich jetzt machen? Denn dann kann man es datenabhängig nochmal interpretieren. Ich würde nicht die ganze Position jetzt schon geben, denn da könnte noch mehr drin sein. Und ich hatte schon mal die 50-Euro-Marke genannt. Wenn man jetzt mal weiter zurückgeht, auch sich anguckt, mal das andere, ältere Bild, nicht wahr? Was man hier sieht bei RWE, da kommen wir hin auf das Jahr, wenn man den Anfang sich anguckt, hier bei mir, nicht wahr, bei 2007, da waren wir ja auch schon mal bei der RWE bei 95. Also Fantasie ist nach oben freie Luft noch. Geht sie wieder auf 95, kann ich überhaupt nicht argumentiert sagen. Aber die RWE steht gut da. Das ist der erste Punkt. Jetzt zur E.ON. E.ON ist ein anderer. E.ON ist ein Händler. Da wird gehandelt mit den fossilen und was sie alles haben, mit Gas etc. Das ist ein Händler, der sich mit der Energiehandel beschäftigt.
ganz anders aufgestellt. Also hier sind, mal den Verlauf wiederum anguckt, das Gleiche, was wir bisher gemacht haben, pendeln wir hier in den letzten 5 Jahren zwischen der 8-Euro-Marke, nicht wahr, bis hinauf, bis vor kurzem, das war jetzt hier 2022, vor gut einem Jahr, ja, am 7. Februar war es, also vor knapp einem Jahr, waren wir in der Spitzenphase hier bei 12. Jetzt sind wir bei 10. Also schon 8 bis 12, 50% nach oben gegangen, wieder zurückgekommen, rasant, nicht wahr, hier, wenn man sich das anguckt, vor einem Jahr, wir waren jetzt in der Tiefstphase wieder gewesen, dann waren wir bei 7 gewesen, oder ja, waren ja 7,5 gewesen. Wenn man sich das anschaut, kann man sagen, aha, hier gibt's einen, von rein von Charttechnik gesehen, einen Handel, der zwischen 7 bis 12 vielleicht rumgelaufen ist. Und mir reichen die 3 Jahre aus, ich kann natürlich 5 Jahre aus, ich kann die 10 Jahre nehmen, komme ich zu keiner anderen Schlussfolgerung. Da ist nur das Tiefstniveau noch etwas niedriger gewesen, aus anderen Gründen, waren wir bei 6 gewesen. Was würde ich hier tun? Ich würde sie halten, die E.ON. Aber die E.ON ist nicht wie die RWE zu betrachten, sondern die muss man haben. Die wird nach oben gehen, denn das Kursgewinnverhältnis, wenn man sich es anguckt, ist hier, kommt darauf an, weil man welche Zahlen man sieht, es liegt hier nur bei 5,6%. Kann man sagen, ist ja toll, Dividendenrendite ist 5%. Also Frage aus meiner Sicht, halten. Würde ich sie jetzt kaufen hier? Nein, nicht unbedingt. Ich würde abwarten, was passiert. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn einer sagt, ich kaufe sie bei 10 mit der Richtung auf 12, 13 gehen zu lassen. Ist mir ein bisschen wenig, wenn man so will. Also bitte halten. Keine Kaufempfehlung von mir, aber wer sie hat, kann sie auf jeden Fall halten. Stop-Absicherung lohnt es sich hier. Wie gesagt, sie kann mal auf die 8 oder 7 Marke zurück. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.